All they want is to live a free life in a free country. This is not much to ask, but this is a lot to defend. It is our European moral imperative to help Ukrainians with refuge and money, but yes, also with military equipment. Wir waren hier, als es zur ersten Explosion heute früh kam, ungefähr dort. Hinten gab es dann eine riesen Rauchwolke, eine Explosion, und dann ging es weiter, unaufhörlich. Sie können doch nicht gegen die zweitgrößte Armee der Welt, mit allen Schwächen, aber immer noch zweitgrößte Armee der Welt, sich mit Sonnenblumen verteidigen. Wir müssen Waffen liefern, liebe Freundinnen und Freunde. Und deswegen ist es wichtig, die Ausrüstung für Sie, alle mögliche Ausrüstung für Sie zur Verfügung zu stellen, damit Sie sich gegen Panzer und gegen Flugzeuge wehren können. Das ist nicht mehr eine militärische, das ist eine humanitäre Notwendigkeit und Pflicht, unsere Pflicht. Klar ist für uns alle, dass wir Frieden nicht auf Kosten des Angriffsopfers, sondern für Angriffsopfer erreichen wollen. Und das ist das, was uns wichtig ist. Der Wille, in diesem Haus Ukraine zu unterstützen, bleibt ungebrochen. Und neben Friedensbemühungen sind Unterstützenbemühungen und Unterstützenbereitschaft für uns außer Frage.